Servus, mein Name ist Michi und heute reviewe ich ein Spiel, mit dem ich vor einiger Zeit eine Menge Spaß hatte. Wolltet ihr schon immer ein exotisches Land mit einzigartiger Architektur besuchen und die interessante Kultur seiner Einwohner erleben? Haben europäische Straßen für euren Geschmack zu wenige Schlaglöcher, weil die Brüste eurer Freundin beim Autofahren nicht genug wackeln? Und stellt ihr euch manchmal vor, das erdrückende Gewicht einer 270 Kilogramm schweren Frau auf eurem Penis zu spüren? Dann habe ich das perfekte Spiel für euch. Resident Evil Village ist die direkte Fortsetzung des PlayStation 4 Hit-Klassikers Bloodborne und der geistige Nachfolger zu Elder Scrolls 3 Morrowind. Was man daran erkennen kann, dass sich der letzte Dwemer aus Tamriel nach Rumänien verirrt hat und dich als Kaufmann permanent an die 1,5 Millionen verschwundenen Zwerge erinnert. Aus diesem Grund baut das Spiel auch auf den Stärken und Schwächen der Vorgänger auf. Zum Beispiel hast du wie in Morrowind ein großartiges Shopsystem, geleitet von einem Mann, der seine eigene Mutter auf dem rumänischen eBay verkaufen würde. Auf der anderen Seite kannst du all dieses rumänische Geld, welches ungefähr 10,29 Euro sind, wie in Bloodborne, nicht in Bitcoins investieren, weshalb ich dem Spiel eine Wertung von 0 Elon Musks von 10 möglichen chinesischen Kryptomining-Anlagen gebe. Story. Mia, bekannt aus einigen Pornos, hat ein Kind. Aber nicht von Ethan, denn es ist eigentlich von Chris Redfield, was auch der Grund ist, wieso er in den ersten 5 Minuten des Spiels auftaucht, deine Frau erschießt und dann rechtmäßig das Sorgerecht für sein Kind beansprucht. Der Fakt, dass eigentlich Chris der Vater ist, wird nicht nur dadurch bestätigt, dass Ethan aussieht wie ein Beta-Kack, sondern auch durch die Tatsache, dass er anfängt schwer zu atmen, wenn er sich in einem Schrank versteckt. Was impliziert, dass er seiner Frau und Chris und vermutlich auch diversen afrikanischen Männern aus dem Wandschrank im Schlafzimmer heraus bei mehreren stundenlangen Gangbang-Sessions zusehen musste. Was ihn darauf konditioniert hat, jedes Mal zu stöhnen, sobald er sich in einem Schrank versteckt. Außerdem habe ich einen Wikipedia-Artikel geändert, um meine Aussage zu bestätigen. Um ein Mann zu werden, begibt sich Ethan auf Sextourismus nach Rumänien, hat aber nicht damit gerechnet, auf so viele Zigeuner zu treffen. Wenig später lernt Ethan eine durchschnittliche rumänische Familie kennen. Ein Alkoholiker beschimpft seine Mutter, ein anderer tötet seine Frau und dann verliert Ethan auch noch seine einzige Chance, endlich seine Jungfräulichkeit zu verlieren, weil die Dame seines Herzens lieber mit ihrem Vater als mit Ethan schläft. Diese Praxis haben die Rumänen von den kulturell überlegenen Österreichern übernommen, die mit generationenlangem Inzest ihre Blutlinie rein und heilig hielten. Nach diesem Kulturschock und Cockblock beschließt Ethan, eine ethnische Säuberung durchzuführen und jeden Rumänen zu töten, egal ob Zigeuner oder nicht, um das Land wieder unter die Kontrolle der ehemaligen Herren zu bringen, die es zu seiner Hochphase gebracht haben, den Türken. Auf seinem Dschihad findet er beiläufig heraus, dass Chris sowohl das Baby als auch Mia, die irgendwie überlebt hat, an die Zigeuner für ihr gesamtes Erspartes von 34 Cent und 2 Ziegen verscherbelt hat. Während Mia ihren Körper auf der Straße verkaufen muss, haben die Zigeuner das Kind in 4 Teile gehackt und in 4 separate Cam-Jars gepackt. Das Schlimmste daran, diesen Teil denke ich mir nicht einmal aus. Mehr möchte ich euch eigentlich gar nicht vorwegnehmen. Falls euch meine zu 100% akkurate Zusammenfassung gefallen hat, solltet ihr das Spiel womöglich selbst spielen, wenn es keine 80 Euro mehr kostet. Oder einen gestohlenen Key für 30 Euro kaufen. Alternativ könnt ihr aber auch Folgendes tun. Schreibt eine Mail an isaacdick@gmail.com mit den Worten "I swallow cum". In 3 bis 5 Werktagen solltet ihr einen Brief bekommen. Öffnet ihn und steckt den USB-Stick darin in euren PC. Im Game-Ordner findet ihr das Spiel. Und wenn ihr eure Mutter liebt, schaut auf keinen Fall in den Hentai-Ordner. Eine Sache will ich doch noch vorwegnehmen. Wenn ihr denkt, dass das Spiel ein Happy End hat, liegt ihr zu 100% richtig.
Ethan tötet sich aus Frust darüber, seine Frau sexuell nicht befriedigen zu können, mit einem Bombengurt selbst, um seine 42 Jungfrauen im Paradies zu treffen. Weil Jungfrauen noch nie Sex hatten und deshalb nicht wissen können, dass Ethan ein schlechter Liebhaber mit Mikropenis ist. Chris, der eigentliche Held des Spiels, bekommt nicht nur Ethans Frau, sondern auch das Sorgerecht für sein Kind. Und damit hat Resident Evil Village eines der emotional schönsten Enden, das ich je erleben durfte. Das Ende ist aber erst der Anfang. Denn hast du das Spiel zum ersten Mal durchgespielt, schaltest du den Bonus-Shop frei, in dem du für Ingame-Währung neue Waffen sowie Cheats kaufen kannst. Dank dem Shop und dem Wissen, das du während deines ersten Runs gesammelt hast, wird sich dein zweiter Spieldurchlauf von Grund auf von deinem ersten unterscheiden. Die Möglichkeiten sind, ehrlich gesagt, ziemlich begrenzt und wenn du kein Fan davon bist, dasselbe Spiel immer wieder zu spielen, wird dir der Bonus-Shop auch nicht helfen. Aber das Gameplay ist großartig. Wie in den meisten Videospielen kannst du in Resident Evil 8 Dinge tun. Die meiste Zeit über löst du Rätsel und läufst an Gegnern vorbei, weil du nach der ersten Kampfsituation merkst, dass du deine Kugeln lieber in andere Dinge steckst, wie zum Beispiel Lady Dimitrescus Hintern oder herumfliegende Vögel, weil sie dir einmal zu oft auf dein Auto geschissen haben. Gott sei Dank haben die Entwickler des Spiels nach mehr als 8 Teilen gelernt, dass Survival Horror nicht heißt, alle 2 Minuten für wichtige Items zurück zu einer Truhe laufen zu müssen. Weshalb Ethan Schätze und wichtige Gegenstände nun einfach unabhängig von ihrer Größe und ihrem Gewicht mitnimmt und nicht mehr seinen viel zu kleinen Koffer damit zumüllt. Denn im Gegensatz zu Menschen mit Genitalverstümmelung kann Ethan wie jedes unbeschnittene Lebewesen mit Penis Gegenstände einfach in seiner Vorhaut transportieren. Egal ob Schlüssel, Familienfotos oder eine 2 Tonnen schwere Steinsäule. Die Evolution macht's möglich. Eine Sache, die ich noch anmerken sollte, wenn ihr nicht wollt, dass euer Spiel so aussieht, braucht ihr ein kostenloses Programm, mit dem ihr euren FOV frei bearbeiten und diesen nervigen schwarzen Rand entfernen könnt. Und wisst ihr, was das Beste dran ist? Ich habe es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gern geschehen. Damit du auf deiner Reise nicht nur namenlose Monster abknallst, triffst du auf viele verschiedene Menschen in Form von Freund und Feind. Die wichtigsten stelle ich euch jetzt vor. Der Händler würde nicht nur seine eigene Mutter für ein paar Münzen verscherbeln, sondern kocht dir auch koscheres Essen, das deine Stats permanent verbessert. Realistisch betrachtet erhöht man nur seine Bewegungsgeschwindigkeit, weil Blocken und mehr Leben nur von Leuten benutzt wird, die ihre Freundin darum bitten, sie mit einem 28 cm Plastikpenis in den Arsch zu ficken. Der Händler ist ein wundervoller Typ und ich küsse seine Schwarte. Mutter Miranda vermisst seit mehr als 100 Jahren ihr Kind, das sie verloren hat, weil sie es nicht impfen wollte, weshalb sie, logischerweise, ein ganzes Dorf mit einem Pilz infiziert und einen Gottesstaat begründet hat, in dem sie als weltliches und geistliches Oberhaupt unter dem Namen Al-Marad al-Maradi das Wort Allahs verbreitet und die Scharia durchsetzt. Ganz nebenbei ist sie ziemlich heiß im Vergleich zur durchschnittlichen arabischen Frau. Chris Redfield erfüllt im Spiel nur eine einzige Rolle. Ich habe ein Meme dazu gemacht. Mögt ihr große Frauen? Fühlt ihr euch sexuell erregt bei dem Gedanken zu ersticken, weil eine große Dame auf eurem Gesicht sitzt? Und tragt ihr regelmäßig Programmierersocken? In dem Fall wird euch Lady Dimitrescu gefallen, oder wie man sie auch nennen könnte, 90% des Marketings für dieses Spiel. Im Prinzip ist sie nur im Spiel, um ein Kaufgrund zu sein. Und damit die Entwickler keine staatlich vorgeschriebenen Masturbationspausen einlegen müssen, weil sie es, dank ihr, jederzeit während der Arbeit tun können. Allen Japan-Fans und Hentai-Enjoyern wird aufgefallen sein, dass sie an ein ikonisches japanisches Fabelwesen angelehnt ist. Die 240 cm große Frau Hachishaku-sama, die so berühmt ist, dass sie nicht nur einen 2 Episoden umfassenden Hentai, sondern auch 2 Folgen in der weltbekannten Toshi Densetsu Series gewidmet bekommen hat. Ja, das ist ein Hentai. Ja, sie knallt ihn. Und nein, ich werde euch nicht verraten, wo ihr das Ganze schauen könnt. 10 von 10, bestes Charakterdesign im Spiel. Die einzige Frage, die es da noch zu klären gibt, ist, ob sie in ihrer menschlichen oder mutierten Form heißer ist. Ich weiß zwar nicht, wie ihr es seht, aber stellt euch einfach mal vor, was sie mit dieser Zunge alles anstellen kann.
Ihre drei Töchter sind wirklich gut geschriebene Charaktere, die alle über ihre einzigartigen Persönlichkeiten verfügen. Bela sammelt gerne Briefmarken. Daniela ist rothaarig, was genügend Persönlichkeit für meinen Penis ist. Und Cassandra zeichnet gern aufgeblasene Sonic-Charaktere. Falls ihr je eine Frau wie Cassandra kennenlernt, erschießt sie und nehmt euch die Freiheit, eure Waffe beliebig oft nachzuladen. Ein großes Problem habe ich aber mit den drei Damen. Und das ist, dass das Spiel unbedingt möchte, dass ich Angst vor ihnen habe. Was recht seltsam ist, wenn man bedenkt, dass es mir einen Wunsch erfüllt, indem es mich von drei Goth-Schlampen verfolgen lässt, die aussehen, als könnten sie meinen Penis bis zum Magen deepthroaten. Donna Beneviento ist 2015 nach Syrien gegangen, um dem IS zu helfen, aber 2017 wieder heimgekehrt, nachdem sie dort gezwungen wurde, mit Kameltreibern Sex zu haben. Trotz diesen Erlebnissen glaubt sie nach wie vor an das Kalifat und den dezent vom IS abgeänderten Koran, der sie radikalisiert hat, weswegen sie nach wie vor noch Vollverschleierung trägt. Ihr Bosskampf ist weniger ein Kampf, als vielmehr ein Rätselraum in einer Abtreibungsklinik. Wenigstens muss ich mich nicht schlecht dabei fühlen, Szenen zu zeigen, in denen sie geschlagen wird, denn immerhin ist das Unterdrücken von Frauen quasi arabische Kultur. Moreau ist nicht nur ein Fisch, sondern hat den auch meiner Meinung nach objektiv besten Bosskampf im Spiel, der erst daraus besteht, ihm auszuweichen, während er versucht, dich zu one-hitten, und ihn dann, sobald man das Wasser abgelassen hat, zu Sashimi zu verarbeiten. Ein Fun-Fact über ihn? Er hat ein Tattoo mit der Aufschrift Mutter über einer Qualle. Was lustig ist, denn Quallen pflanzen sich asexuell fort, was bedeutet, dass es keine Quallenmütter oder Quallenväter gibt. Sein Tattoo symbolisiert also den Wunsch nach einer Mutter, die es gar nicht geben kann. Was wiederum interessant ist, wenn man bedenkt, dass Mutter und Kinder ihre Kinder nie bekommen. Außerdem darf er auf Parkplätzen für Behinderte parken. Zu guter Letzt Karl Heisenberg. Er hat einen überraschend deutschen Namen für einen Rumänen. Ein Fehler der Entwickler? Nein! Tatsächlich gehört er der immer noch in Rumänien lebenden Minderheit der Österreicher an, die irgendwie verpasst haben, dass die Kaiserzeit seit etwas mehr als 100 Jahren vorbei ist. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz! Das macht ihn zu einem meiner Landsmänner und damit zum objektiv besten Charakter im Spiel. Ich könnte nicht einmal etwas Negatives zu ihm sagen, wenn es etwas gäbe. Komplett ohne Zusammenhang, seht ihr diese Dogtag um seinen Hals? Erinnert mich an die der Wehrmacht. Obendrein gibt es einen Maschinensoldaten selbst in der englischen Version deutsche Namen. Ich glaube, ich habe etwas Furchtbares über ihn herausgefunden. Er ist Hearts of Iron 4 Spieler. Ganz nebenbei, eines von Heisenbergs Kindern ist Chainsaw Man. Einer der besten Manga, den ich je gelesen habe, der dieses Jahr sogar einen Anime bekommt. Lest ihn, oder ich verwandle diese Frau in einen Kuchen. Es gibt ein paar gute Doujins dazu und Makima ist die absolute Femdom-Waifu. Für alle, die sich jetzt aber fragen, wo denn die Minderheitenrepräsentation in diesem Spiel ist, Lady Dimitrescu verkörpert mit ihrer Größe das Gegenteil der idealisierten, kleinen, schwachen Frau. Mutter Miranda hat ein Matriarchat gegründet, in dem logischerweise eine Frau an der Spitze steht und kein Mann. Es gibt mehr Roma und Sinti als ethnische Rumänen im Spiel. Und Donna ist behindert. Das ist nicht mal ein Witz, weil sie eine Frau ist oder an Gott glaubt, sie ist tatsächlich geistig behindert. Reden wir über den Horror. Das Gruseligste an Resident Evil Village ist für mich die Controller-Steuerung. Und die Tatsache, dass mir jetzt tausende PlayStation-Spiele in die Kommentare schreiben werden, dass die Steuerung gar nicht so schlecht ist und man auch mit Controller-Aim haben kann. Uah, schauderhaft. Aber mal Spaß beiseite. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Spiel überhaupt versucht, dir Angst zu machen. Am ehesten im Keller, während dich die Todgeburt verfolgt. Aber das war eher ein klein wenig widerlich und ziemlich anstrengend, weil der Kollege natürlich, so wie in jedem Horrorspiel, immer dann geskriptet um die Ecke kriecht, wenn es für den Spieler am unangenehmsten ist. Das ist nicht gruselig, das ist einfach nur nervig. Ehrlich gesagt bin ich aber sehr froh, dass Village gar nicht erst versucht, mich zu erschrecken, denn ich finde Horror generell sehr langweilig und unbeeindruckend. Ich habe keine Angst vor Monstern, Jumpscares sind weder gruselig noch lustig und Szenen, in denen dich jemand verfolgt, während die Musik extrem eskaliert und dich one-hittet, solltest du zu langsam sein, sind einfach nur anstrengend.
Wie sollte ich in solchen Situationen aber auch Angst haben, wenn ich genau weiß, dass ich bei meinem Tod einfach den letzten Checkpoint laden kann? Der wahre Horror ist, dass Spieleentwickler im Jahre 2021 immer noch denken, dass man so ein vernünftiges Horrorspiel programmiert. Ja, ich schaue in deine Richtung, Amnesia Rebirth. Mir wurde zwar des Öfteren gesagt, dass Resident Evil 7 wesentlich gruseliger und mehr auf Horror fokussiert sein soll, aber nachdem ich es letzte Woche endlich gespielt habe, kann ich sagen, dass das nicht stimmt und ich viel wahrscheinlicher einfach nur 50.000 Abonnenten mit kleinen Eiern habe. Auf der anderen Seite, vielleicht bin ich einfach nur schwer zu beeindrucken. Konklusion: Resident Evil 8 ist ein tolles Game und ihr solltet es definitiv spielen. Ich gebe ihm eine perfekte Wertung von Lady Dimitrescu, die sich mit ihrem Hintern auf mein Gesicht setzt. Ich bin absolut voreingenommen wegen der Fanarts und es ist mir scheißegal, was ihr sagt. Wie immer, vielen herzlichen Dank an alle Kanalmitglieder und Patreon-Unterstützer, die meine Videos finanzieren. Ihr seid großartig. Genießt euren Tag. Alle anderen können diesem Video ja zumindest einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann, sofern der Sommer nicht allzu hart zu mir ist, in meinem nächsten Video. Ciao!